Was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich? Nein! Was ist das? Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Elex. Jawohl, wir sind immer noch auf der Suche nach Arbeit. Vielleicht sollten wir uns endlich mal beim Arbeitslosenamt melden, weil wir hier anscheinend nicht in der Lage sind, unseren Ruf zu verbessern. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt nochmal mit dem Angrim reden sollten. Vielleicht hat er ja noch mehr Arbeit für uns, aber erstmal rede ich mit Gormak. Bring mir etwas bei. Okay, machen wir das doch jetzt erstmal, ne? Ein paar Talentpunkte verteilen. Bring mir etwas bei. Ja. Wir haben 5 Lehrpunkte. Wir gehen auf Fernkampf. Erhöht den von dir ausgeführten Schusswaffenschaden, bla bla bla. Benötigt aber 15 Intelligenz. Können wir also nicht machen. Nahkampf würde jetzt gehen, möchte ich aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich ausrüsten. Weil ich kämpfe ja eher mit dem Bogen jetzt momentan. Wuchtschlag. Das sind halt Spezialskills. Also wenn wir... Wir müssten echt noch ein bisschen leveln, um Talentpunkte verteilen zu können. Geht halt momentan noch nicht. Also, der hat auf jeden Fall keine Arbeit mehr von uns. Ich rede jetzt nochmal mit dem Angrim. Ansonsten rede ich mit den anderen Clan-Mitgliedern noch. Mann, den anderen habe ich ja auch geholfen. Ich weiß nicht mehr, welche Aufgabe das war, aber dem habe ich auch geholfen. Das wurde nicht erwähnt. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Ah, der hat gar nichts mehr für uns. Okay. Okay, easy. Verdammte Technik. Ja. Wollen wir mal zum Waffenhändler gehen? Mal gucken, ob der vielleicht einen besseren Bogen oder so für uns hat. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Boah, die haben schon geile Sachen. Guck mal hier. Na, den habe ich ja, den Bogen. Oh, richtig geile Schilde. Einfacher Holzpfeil. Oh, cool. Der kann. Können wir übrigens noch Pfeile kaufen. Ein Breitschwert. Habe ich? Nö, das kann ich sogar tragen, sehe ich gerade. Ah, ist aber nicht besonders stark. 22 Schaden. Was hat denn unser Schwert? Unsere Axt macht 22 Schaden. Nee, ist nicht besonders gut. Ich habe eine Handgranate. Hä? Das Kriegsschwert können wir bald benutzen. Okay. Also hier können wir auch nichts mehr machen. Ich sehe jetzt schon, wir werden sicher die ganze Folge hier rumlaufen und Arbeit suchen. Klau hier ja nichts. Ah, ich wollte gerade die Pfeile nehmen. Oh, hier. Hakon. Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Oh, den kennen wir noch gar nicht. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps. Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Da kann ich dir nur zustimmen. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst? Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Warte mal, bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ja. Mal gucken, ob wir bei dem irgendwas machen können. Oh! Ah ne, Feuerresistenz, Rüstung. Erhöht den Schutz deiner Rüstung mit jeder Stufe. Kann ich leider noch nicht machen, braucht mehr Konstitution. Kann gar nichts bei dem lernen, okay. Aber vielleicht hat er Aufgaben für mich. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu... Ja, hier, Leute. Aufgaben. Du willst Alps jagen? Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest ja, machen wir mal mit. Freiwillig nach ihnen zu suchen? Yep. Ja. Ja. Sehr gut. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt, sodass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf 3 Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind.
Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Wo genau soll ich nach den verschwundenen Männern suchen? Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. Wir gehen auf Jagd zu den Alps. Wir jagen die Alps. Keine Ahnung. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die mit Laserwaffen... Oh, das ist da hinten. Okay, die Gegend kennen wir ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die mit Laserwaffen kämpfen. Wenn, dann sind wir da total im Arsch eigentlich. Ich kaufe jetzt noch ein paar Pfeile. Ich hoffe, die eine hat ein paar Pfeile für mich. So, sehr schön. Können wir noch ein paar Erfahrungspunkte unterwegs sammeln. Das ist immer gut. Dann können wir vielleicht danach auch ein bisschen... ein paar Talentpunkte verteilen. Komm her, bitte, bitte, bitte hast du noch 50 Stück für mich. Oh, nein, das wollte ich nicht. Oh, das hat sie nicht mitgekriegt. Gut, sieh dich nur um. Ich hab dir einfach 50 Elixit geklaut, oder was? Die hat 130 Pfeile. Hab ich die jetzt alle gekauft? Ah, ne, ich hab 130. Ja, dann ist gut. Also, dann begeben wir uns jetzt auf den Weg zu den Alps. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Also, wenn die da echt mit Laserwaffen ausgerüstet sind und dem seine Männer auseinandergenommen worden sind, dann stelle ich mir das nicht so einfach vor. Oh, das musste jetzt passieren, ne? Aber wir könnten es ja eigentlich auch porten. Muss ich mal schnell schauen gleich. Sag mal, kann man sich darunter porten? Nee, auch nicht mehr groß. Also, auf in die Ruinenstadt. Und unterwegs so viel Kill... Oh, da ist noch was. Scheiße. Los geht's! Ah, komm. Perfekt. Unglaublich. Ey, ich spring vom Hügel und hab die Hälfte meiner Leben verloren. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Lächerlich. Naja, okay. Schönes Wetter heute. Ich habe das Gefühl, die Gegend sieht immer wieder neu aus, wenn ich hier rauskomme. In die Wildnis. Okay, da hinten haben wir was. Ich nehme am besten wirklich jeden mit, den ich hier finden kann. Ich helfe dir. Schieß. Wow! Komm schon, komm schon. Wo ist denn der? Hoch! Ich sehe jetzt schon, der schlägt einmal und ich bin tot. Mann, Duras, hilf doch mal! Steh doch nicht so dumm da! Wow! Wow, sehr gut. Ach, ich sehe jetzt schon, dass ich wieder alle meine Pfeile einfach verschieße. Oder dass die leer sind, bevor wir bei den Alps sind. Ich habe aber auch nicht irgendwelche Spezialschüsse. Ich sehe hier unten links zwar was, aber ich weiß auch nicht, wie ich das wechsle. Kann ich irgendwas drücken, um das zu wechseln? Auch nicht, gell? Nö. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Okay. Okay, hier sind irgendwelche Feinde in der Nähe. Ich sehe zwar noch nicht wo. Ja gut, lassen wir das mal. Da ist doch was. Ah, das ist schon tot. Ah, das ist da hinten. Ah. Okay. Ich weiß, wo das ist.
Hier haben wir erfahren, dass das Duras der Mörder ist. Interessant, gut. Ich wette mit euch, dass wir hier auch noch Aufträge irgendwie annehmen können, aber das ist, wir haben jetzt unseren Auftrag und das ist jetzt erstmal gut so. Boah, hier war ich jetzt noch nie gewesen. Ich bin gespannt. Beschaulich. Boah, guckt euch die Leichen hier an. Toter Alchemist. Total der Verband. Wow. Dort unten müssen wir vorsichtig sein. Schließlich ja, komm. Verfrachtet. Toter Berserker. Boah, ich bin gespannt, was wir da unten finden. Hier sind noch mehr Feinde. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wow, Bastard. Wie immer. Nein, der kann ja schießen. Was soll denn das? Nein. Wow. Ey, das ist nicht so einfach hier. Vor allem, wenn die auf so engen Raum kommen, die Mistviecher. Ah, wenn ich den Bogen auspacke, habe ich ein verbessertes Radar oder irgendwie sowas. Okay, wir müssen hier hin. Zeig mal auf der Karte. Ja, das ist so ein, ja, okay, das ist so ein Schlängelweg, den laufen wir schon mal. Weil vielleicht finden wir ja noch ein paar Gegner. Hier sind wieder Leichen. Ein guter Löffel erhalten. Setzerbrot. Eleg. Ah, richtig krasse Sachen kriegen wir hier. Ist nichts mehr. Na, da laufen wir jetzt nicht lang. Da hinten ist die Ruinenstadt. Oh, richtig, ey, guck, richtig schöne Aussicht hier. Okay, weiter geht's. Hier sind keine Feinde mehr, das ist gut. Aber wir kommen jetzt dann bei den Alps wahrscheinlich jetzt gleich raus. Oh, bitte sind die nicht so stark. Oh, nee, guckt euch das an. Das wird wieder ein Kampf. Natürlich geht er wieder auf mich. Mann, der greift sich doch mit dem Schwert an. Wieso gehst du auf mich? Oh, das Vieh kann auch wieder so spucken. Ey, ist das dein Ernst? Greif doch mal den Duras an. Okay, der kommt, der kommt. Duras. Ach, du bist doch so ein Lappen, Alter. Ohne Scheiß. Zurück, zurück. Komm schon. Nicht auf mich! Boah, dieser Bastard schon wieder am Spucken hier. Scheiße, ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Mach ich doch. Treffe ich das, wenn ich durch den schieße? Nee. Ja! 90 Erfahrung, nicht schlecht. Wie viele Pfeile haben wir noch? Oh, 116 ist okay. Oh, ey, der war jetzt übelst. Ey, Leute, stellt euch mal vor, wir hätten uns hinterlassen. Ganz verbannt. Stellt euch mal vor, wir hätten am Anfang den Duras verpetzt. Oh, was haben wir denn hier? Mana. Sieh an, ein Neuer im Tal des Todes. Waren wir hier nicht schon? Warum du hier bist. Wenn du die Gelegenheit hast, kehr um. Ich kann auf mich aufpassen. Ich kann auf mich aufpassen. Es ist nur ein Rat von einem Freund zum anderen. Du kannst froh sein, dass du zuerst auf uns getroffen bist. Nee, hier waren Andere wir noch nicht, oder? Wir würden dir keine Chance geben, wieder zu verschwinden. Hier kämpft jeder für sich. Du darfst niemandem trauen.
Merk dir meine Worte. Vertraue niemandem. Besonders nicht uns. Jetzt bist Doch, du hier dran. Waren wir. Nein! Fuck! Der greift uns einfach an. Nein! Was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Nein! Was ist das? Scheiße! Komm schon! Ich stell dir vor, die hätten auch Jetpacks. Ey, wo hat uns denn der Typ hingeschickt? Oh, wir sind fast da. Hier ist ein Punkt. Aber die... Solange wir uns noch nachgelaufen kommen, kannst du das vergessen. Ah, das war's. Oh, ich hoffe, wir sind keine Alps. Hier scheint nichts zu sein. Okay, das war's anscheinend. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas zu holen. Ey, das kann doch nicht sein, dass die Leute hier so stark sind. Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Ich gehe hier hoch. Ja. Aber da runter, ich weiß gerade nicht, welche Position. Egal, ich gehe jetzt einfach hier in Richtung Nordwest. Boah, das ist auch wieder so ein Vieh. Ich weiß nicht, ob das stark ist. Nee, geht. Sehr schön. Auf geht's! Boah! Schauen. Den haben wir gleich. Ja, ganz schlau natürlich von mir runterzuspringen. Muss ich eigentlich alles selber machen, Duras. Es gibt wenigstens gute Erfahrungspunkte hier. Hier wollten wir hin, genau. Boah, was ist eine Gegend hier. Okay, hier ist der andere Punkt. Scheiße, ich habe auch nicht mehr so viele Pfeile. Oh, das ist da unten drin. Scheiße. Ah, nee, das sind Feinde. Ich dachte, das da unten sind Feinde. Das sind nur so ein paar Pflanzen. Halt. Da sind Alps. Speichern. Oh, scheiße. Oh, das war mein Magen. Okay, Leute. Bevor wir uns mit den Alps anlegen, wir sind bei der Folge leider schon am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was als nächstes passiert mit den Alps, dann hoffe ich, dass ihr hier auch beim nächsten Part wieder einschaltet. Wahrscheinlich morgen. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.